hier bei Europrinz heute zu Besuch, bin ich natürlich direkt gespannt, was macht eigentlich Europrinz und was steckt dahinter, hinter diesem Erfolgskonzept? Ja, herzlich willkommen, Nana. Mein Name ist Wolfgang Prinz. Ich bin Inhaber der Firma Europrinz und wir sind Hersteller von Alu-V-Zell-Systemen, die wir bundesweit und auch mittlerweile europaweit im großen Einzelhandel vertreiben. Wir haben also hier bei uns verschiedene Modelle. Es geht los bei einem Einsteigermodell für den privaten Gebrauch, Grill- und Geburtstagsfeiern ab 79 Euro und dann konzentrieren wir uns hauptsächlich aber auf den Business-Bereich, Geschäftsbereich für Marketing, für Events und Ausstellungen. Wir machen auch Drucke mit unserer Partnerfirma, der Firma Werbeatelier Stubb, gleich hier auf dem Gelände auch. Sowohl digital als auch Folientransferdruck oder Offsetdruck. Alles ist möglich und wir bedrucken ganze Dächer, Volants, Seitenwände. Ja, so auch läuft im Moment ja dein Druck bei Stubb für Lifestyler. Neben den Zelten und neben dem Druck gibt es auch Möglichkeiten, dass man irgendwie so Inventar, Tische etc. auch bekommen kann, weil das ist ja auch oft das Problem, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich habe ein Event, bräuchte aber noch eine Bar, bekommt man das hier auch? Auch da haben wir uns in den Jahren Gedanken drüber gemacht, was kann man zusätzlich zu dem eigentlichen Fallzelt noch anbieten, was für den Endverbraucher auch von Nutzen ist. Somit haben wir ein Heizlampensystem entwickelt, was mit einem Easy-Click einzuhängen ist. Gerade für die Wintermonate auf den Wintermärkten sind zwei Heizstrahler immer vonnöten. Auch die optimale Ausleuchtung des Zeltes und der Ware muss gewährleistet sein und dazu dann auch ein Alu-Falltischsystem, was wir alles patentmäßig haben auch schützen lassen. Ich bekomme 80 Quadratmeter Zeltfläche locker in einen Kombi verpackt. Wir liefern unsere Zelte eigentlich weltweit, ja, weil wir auch im Merchandising-Bereich einige Sachen machen mit Großkunden wie Krombacher 3M, was dann ganz spezielle Anfertigungen auch sind, die eigentlich mit einem Fallzelt nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Ja, aber Merchandising-Produkte zählt auch mit zum Marketing-Bereich. So, Nana, jetzt hast du oben gesehen, wie schnell so ein Tisch aufgebaut wird. Und jetzt zeige ich dir das Ganze mal in groß mit einem riesen Zelt. Ja, geh mal ein Stück auf Seite, wir brauchen okay. Platz. Hast du 20 Sekunden Zeit? Auf jeden Fall. Alles klar, los geht's, komm. Hat es länger gedauert wie 20 Sekunden?